Willkommen in Andres Zauber-Channel. So, ich bin zurück mit dem Themenblock kultige Filmszenen. Ich werde mich auch kurz fassen, denn wer will schon langes Gelaber hören? Es geht heute um den Film Team America. Ja, der Film wurde 2004 als bitterböse, intelligente US-Gesellschaftskritik abgedreht von den Machern von South Park. Ja, wer sich da auskennt, dahinter stehen Trey Parker, das ist ein Songwriter, ein Sänger, ein Schauspieler, ganz intelligenter Mann, der auch die ganzen Gesangspassagen in dem Film übernommen hat. Ja, und Matt Stone, das sind halt, ist das Team, was für South Park zuständig ist. Ja, zu dem Film, es ist ein, wie soll man das sagen, es ist eigentlich eine Augsburger Puppenkiste auf Hollywood-Niveau. Der Film hatte, glaube ich, 2 Jahre Entwicklungszeit, wenn man das Drehbuch mit einrechnet. Die Drehtage haben 20 Stunden gedauert. Der ganze Film wurde mit so Marionetten abgedreht. Das waren insgesamt 270 Puppencharakteren, die da eingebracht wurden. Diese Puppen mussten von über 200 Crewmitgliedern animiert und gesteuert werden. Für eine Puppe brauchte man da, glaube ich, 4 Leute. Ja, die Puppen wurden entwickelt, das ist auch interessant, von den Shiodo-Brüdern, die auch damals für solche Filme wie Critters verantwortlich waren, wo die diese kleinen Alien-Puppen gebastelt hatten und die auch wirklich wirksam damals auch auf Hollywood-Niveau, also auf Kinoniveau, in Szene gesetzt haben. Ja, das Filmprinzip von Team America gefällt wirklich nicht jedem. Ich kürze es einfach ab. Wer South Park mag, wird Team America lieben. Es ist letztlich eine bitterböse, intelligente, kritische US-Gesellschaftssatire, die sich in einem Deckmäntelchen von Derbheit und Geschmacklosigkeit verbirgt. Und dieses Deckmäntelchen natürlich auch diesen Sinn, der dahinter steht, häufig nicht sofort zu erkennen gibt. Was gibt's noch zu sagen zu dem Film? Eigentlich nicht viel. Der ist natürlich gespickt mit Derbheit und wirklich geschmacklosen Szenen, aber auch mit feinen Szenen. Ich habe mir eine rausgesucht, und zwar die Philosophie eines Trinkers in einer Bar über Pussys, Arschlöcher und die Harten. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Werde natürlich im Zauber-Channel in Kürze auch wieder zaubern. Und da kommt ein toller Trick. Das wird diesmal was mit Feuer. Ich hoffe, dass der mir gelingt. Den baue ich völlig eigenständig. Die Idee habe ich eigenständig entwickelt. Und er wird nicht mehr lange dauern. Ja, und überdies werde ich noch in Kürze einen Bogen vorstellen. Und da mache ich mal so ein Unboxing-Video. Weil ich schon Pfeilbeschleuniger auch liebe. Das ist auch ein kleines Nebenhobby von mir und das möchte ich auch mal mit euch teilen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Filmszene und einen schönen Abend. War ein sonniger Tag. Ich komme gerade aus dem Urlaub und ich hoffe, ihr guckt auch die nächsten Videos, die ich gerade erwähnt habe. Dann bis bald. Ne? Tschüss, alles Liebe. Ich bin total am Ende. Ich existiere nicht mehr. Ui, hey, du musst dich ein bisschen abregen, Junge. Ich bin wie versteinert. Ich bin hart. Ach, ein Harter zu sein ist gar nicht so schlimm. Weißt du, es gibt 3 Arten von Menschen. Die Harten, Pussys und Arschlöcher. Pussys glauben, alle könnten miteinander klarkommen. Die Harten wollen dauernd nur ficken, ohne zu überlegen, was sie tun. Aber dann gibt es dann noch die Arschlöcher, Junge. Und alles, was die Arschlöcher wollen, ist, dass wir auf alles scheißen. Manchmal werden Pussys richtig sauer auf die Harten, weil Pussys von den Harten gefickt werden. Aber die Harten ficken auch Arschlöcher, Junge. Und wenn die Harten die Arschlöcher nicht ficken würden, weißt du, was dann los wäre? Dann wird dein Harter und deine Pussy total zugeschissen. Okay, das reicht. Los, raus mit dir, du versoffenes Schwein. Geile Szene. So, schönen Abend, bis bald, ne? Ciao.